Das war unsere kleine Küchenuhr. Nichts Besonderes kann sie. Schauen Sie doch mal. Ja, sie ist nicht besonders wertvoll. Die Zeiger sind natürlich aus Blech und kaputt sind sie auch. Innerlich ist sie eigentlich vollkommen hinüber. Und doch sieht sie aus wie immer. Alles bis auf sie ist weg. Nur du bist übrig geblieben. Ich kam jede Nacht hoch in die Küche, ich hatte Hunger. Vater und Mutter schauten mir zu, wie ich aß. Wir saßen einfach nur da. Meine Mutter schenkte mir immer wieder neu ein. Sie fragte mich eins nach dem anderen. Sie war müde. Manchmal weinte sie sogar. Vater saß nur da. Und er schämte sich für mich. Sie müssen wissen, er war stolz auf sein Land. Wir saßen einfach nur da und ich aß. Es war nichts Besonderes. Jetzt aber weiß ich, dass es das Paradies war. Es war das richtige Paradies. Sie haben wohl alles verloren. Ja, das habe ich. Alles bis auf die hier. Aber die ist ja kaputt. Ja, das ist sie. Aber schauen Sie doch mal, wie schön sie ist. Sie sieht aus wie immer. Sie ist exakt um 2:30 stehen geblieben. Nicht um 2, nicht um 3, exakt um 2:30. Ist das nicht unglaublich? Da wurde ihr Haus wohl um 2:30 getroffen. Denn wenn die Bomben fallen, bleiben die Uhren stehen. Das kommt vom Druck. Das habe ich oft gehört. Aber was Sie nicht wissen, ist, dass wir uns immer um 2:30 in der Küche trafen. Verstehen Sie? Die Uhr ist exakt um 2:30 stehen geblieben. Und was ist mit Ihrer Familie? Die sind alle weg. Alle bis auf Sie hier. Ja, wie ist das passiert? Kann ich da Einzelheiten erfahren, was da passiert ist? Das war letzten Monat. Wir waren alle...